So Leute, und wir machen gleich sofort weiter. Und zwar würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zu Wo warst du? Weil uns da noch Leute brauchen. Wegen irgendwas, wegen Feuer. Und ich würde sagen, dass wir... Hey, hallo. Ich würde sagen, dass wir da nochmal hingehen. Aber bevor wir das machen, gucken wir, ob wir schon neue Anzüge haben. Und jawohl, haben wir. Der unglaubliche Anzug. Cool. Ich glaube, ich spiele jetzt mal ein bisschen den Exclusive in Schwarz. Let's go. Hey, wie geht's? Ich wollte nur Bescheid sagen, dass ich mit Gloria geredet habe. Beast wird morgen einen Spenden-LKW für Mays restliche Sachen zum Haus schicken. Ah, ich glaube nicht, dass ich bis dahin alles durchgehen kann. Kannst du das absagen? Ich verspreche, ich werde alles selbst spenden. Sobald ich fertig bin mit allem. Ich ruf gleich an, aber mach dir nicht so viel Stress, Parker. Ich mein's ernst. Hey, du weißt, dass ich mich gerade viel lieber mit der neuesten Physikzeitschrift an dich kuscheln würde. Am liebsten mit der französischen. Manchmal bist du einfach zu romantisch. Wir reden später. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Spider-Man, hier drüben! Hey, Chief! Danke fürs Kommen. Wir konnten Sprengladungen in jeder Zone außer der letzten platzieren. Das Abrissteam ist da drin. Sie sind zu viert. Ich finde sie. Bleibt an den Funkgeräten. Und sorgt dafür, dass niemand den Zünder berührt. Der Spider-Bot kann da drin schneller suchen als ich. Mal los, Kleiner. Mach Spidey dir die Stolz. Oh, wie das Spider-Bot-Action. Okay. Ich finde die Leute, da bringt sie raus. Ist jemand da draußen? Hilfe! Ist das ein Roboter? Hey, hier ist Spider-Man. Ich habe der Feuerwehr und dem Rettungsdienst mitgeteilt, wo du bist. Sie sind bald da. Alles wird gut. Spider-Man! Danke! Hey, Clark, hast du den Standort erhalten, den ich geschickt habe? Das Team geht jetzt rein. Danke. Spider-Man ist da. Es wird alles gut. Also. Ha. Enden sich zwei Verletzte. Zeitpunkt, um meinen Pulsstoß zu testen. Na, hoffen wir mal, dass das Tomatensauce Hallo? Ist. Ich steck fest! Hilfe! Halt durch! Ich hol dich da raus! Feuerwehr von Hilfe nach! Die Feuerwehr und der Rettungsdienst sind bald bei dir. Es wird alles wieder gut. Danke. Vielen Dank. Hey Clark, du solltest gleich einen neuen Standort empfangen. Kam gerade rein. Wir brechen auf, sobald wir Mr. Bobleski gerettet haben. Wie ging gleich diese Atemübung? Alter, voll cool. Ich glaub, mein Bein ist gebrochen. Oh oh. Moment. Feuerwehr und Notarzt sind unterwegs. Nicht bewegen. Sie holen dich hier raus. Okay. Danke, Spider-Man. Sieht aus, als müsste ich nach oben. Dann testen wir doch mal, was mein neues Upgrade kann. Wehe, meine Versicherung übernimmt das nicht. Hey Clark, hast du meinen letzten Standort erhalten? Bin unterwegs. Es ist nur noch ein Techniker drin. Beeil dich, Spider-Man. Überlass das nicht. Überlass es. Hilfe! Hilfe! Ich komme! Halt durch!
Ich steck fest! Hol mich hier raus! Der Rettungswagen ist unterwegs. Alles okay? Mir geht's gut. Aber ich hab vor ein paar Minuten jemanden da vorne gesehen. Hey, Clark. Ich hab Ihnen einen neuen Standort geschickt. Aber der Mann hier sagt, hier drin ist noch jemand gefangen. Wirklich? Wir suchen niemanden mehr. Aber wenn du jemanden findest, holen wir ihn raus. Hier ist keiner. Ah, das wird ein bisschen knifflig. Oh, ich muss hier aufpassen, Stromkabel. Wir sind nicht. Wir sind nicht mal. Wir haben alles Wertvolle rausgeholt. Wenn wir weitergraben, wird hier alles zusammenbrechen. Prophezei uns, Hank, dass wir heute überleben. Du willst ein Anhänger der Flamme sein? Dann vertrau ihm. Anhänger der Flamme? Sobald der Verräter erledigt ist, verschwinden wir. Die Explosionen werden ihn begraben. Der hört sich ein bisschen an wie so Ruffy. Moment. Ich hab doch schon mal gegen die gekämpft. Organisiert und fanatisch. Ja, das klingt echt sektenmäßig. Was ist mit dem Eindringling, der hier rumschleicht? Sie können uns nicht alle kriegen. Er sucht nach Porte. Die Flamme ist enttäuscht von dir. Was machen die? Oh nein. Ich hab der Polizei nichts gesagt. Ich hab die Flamme nicht mal erwähnt. Ich wollte raus. Du hast wohl vergessen, dass wir genauso rausgehen, wie wir reinkommen. Unter Schmerz. Verschwinde hier! Ah, das Narrenfeuer! Die Prophezeiung sagt, du kämpfst gegen uns. Prophezeiung? Mann, ich wollte schon immer Teil von einer sein. Der Spitzname könnte aber besser sein. Die Flamme brennt ewig. Was ist meine Prophezeiung? Endlose Kämpfe? Tod durch Gebäude? Wir wachsen vier Arme und ich werde zur Riesenspinne? Du brennst mit den restlichen Unwürdigen. Mehr nicht? Oh, okay. Hat das wehgetan? Okay, ich zeig dir, was weh tut. Hat das wehgetan? Leute, können wir das nicht besser trauen? Geht es allen gut? Abgesehen davon, dass ich euch ausgenockt habe? Wir sind besser, als du je sein wirst. Wer seid ihr überhaupt? Die Einzigen, die würdig sind, das Kommende zu überleben. Erledigt ihn, bevor die Polizei kommt. Bevor das passiert, wird er das Gebäude einstürzen. Es war dumm, herzukommen. Das? Danke. Und was bist du für eine? Na bitte. Hey! Dir hat nie gefallen, dass ich rauche. Oh mein Gott, das ist Yuri. Yuri?
Der Abschaum nennt mich Wraith. Passt gut, finde ich. Ich hab dich... Wo warst du? Keine Zeit. Was ist mit denen? Sie hatten ihre Wahl. Das wird ein neuer Rekord. Und niemand hat daran geglaubt. Yuri ist wohl abgehauen. Ich dachte, sie bräuchte nur etwas Zeit nach dem Vorfall mit Hammerhead. Aber jetzt hat sie diesen Anzug an und nennt sich Wraith. Ich sollte sie im Auge behalten. Und die Kultisten auch. Ich brauche mehr Augen. Die neuen Bösewichte. Gehen wir mal der Hauptmission nach. Noch ein neuer Anzug. Unglaublicher Spider-Man. The Amazing Spider-Man. Der hat Varianten. Die haben alle Varianten. Okay. Technologie. Kauft er einen Anzug-Modifikation? Blablabla. Jeder perfekte Ausweichmanöver gewinnt den welchen Parieren gibt. Das Parieren kann ich gar nicht. Haben wir noch einen Punkt oder was? Können wir hier irgendwas kaufen? Nee, können wir nicht. Ah, Miles hat bestimmt auch schon neue Anzüge wieder. Ah, nee. Ah, wenn ich mit den Level bekomme, die neue Anzüge. Jetzt habe ich es gecheckt. Und der ist auch neu. Glaube ich. Ein bisschen komischer, sage ich euch ehrlich. Gut, würde ich sagen, dann nehmen wir mal weiterhin den hier. Harry Osborn hat keinen so schlechten Ruf. Immerhin hat er eine echte Koryphäe in Sachen Bienen eingestellt. Dr. M. Young, höchste Instanz in Sachen Bienensterben. Und kann auch noch echt krass Ukulele spielen, wie alle Follower wissen. Keine bösen Jungs hier. Vielleicht haben sich Miles und Genki geirrt. Hey, ich bin auf der Brücke. Aber keine Spur von unseren mysteriösen Safari-Piraten. Oh Mann. Und wir waren uns so sicher. Sorry, dass alles umsonst war. Kein Stress. Wir finden sie.
wegschmeißen? Macht man nicht. Technik gekommen. Ein echter Jäger weiß, wie man sich tarnt. Sag doch einfach, ich weiß es nicht. Aber im Ernst, wohin hat dein Boss Lee und Gargan gebracht? Kleine Kriminellen? Nicht weit weg. Sie genießen ihre Freiheit. Das ist gar nicht ominös. Ist ja einfach so eine Insel. Komisch. Hier sind Jetskis. Was haben wir denn hier? Und da ist ein PC. Vielleicht führt das ja zu Antworten. So, Vögelchen. Bring mich zu deinem Nest. Das wird mir fehlen, wenn ich bei Emily May bin. Die Stadt ist wie ein einziger Hindernisparcours. Dieser Adrenalinrausch wird nie alt. Aber wirklich zu forschen. Für echtes Geld. Ich habe es endlich geschafft. Ein fester Arbeitsplatz. Okay, beruhig dich, Parker. Du kannst später von all diesen Sachen träumen. Zeit zur Verfolgung. Wow, ist das eine Railgun? Und sie funktioniert? Alter, die ist einfach durchs Haus geflogen. Wie kann es sein, dass das Spider-Man das mit bloßer Hand zerstören kann und die Drohne nicht entkommen. Davon ist es stirbt. Nein! Coole Tarntechnik. Darf ich mir das genauer ansehen? Das heißt wohl nein. Ich habe jetzt zwei getarnte Orte entdeckt. Ob mein Anzug deren visuelle Frequenzen identifizieren kann? Wo steckt euer Boss? Offenbar nicht hier. Ich will mit ihm über seinen Lebensstil sprechen. Ach, ich habe ja nichts gegen Gargan. Wo ist euer Boss? Muss ich jetzt noch eine Drohne starten? Ja. Noch ein Roboter? Ich könnte etwas ausprobieren. Okay, mal sehen. Sorry, Vögelchen. Für mich ist das auch nicht gerade angenehm. Da müsste doch... Yep. Oh, ist das dein Zuhause? Komm schon, Vögelchen, lass los! Komm schon! Ich hab diesen Flug nicht gebucht! Ich schicke den Standort an MJ. Vielleicht findet sie die Grundbucheinträge. Wo geht es jetzt hin?
Da hinten nach Tyner schauen. Hey, MJ, hast du die Standortdaten von mir bekommen? Ja, ein alter Tyner Supermarkt. Schauen, Digga. Tyner schauen. Das Gebäude wurde verkauft. Warte. Der Käufer. Das ist eine Strohfirma, die überall in der Stadt Immobilien kauft. Ganze Blöcke kaufen die. Ich wollte letzten Monat eine Story über sie schreiben, aber das wurde nichts. Jede Person, mit der ich gesprochen habe, ist verschwunden. Hey, macht euch mal nützlich. Wir brechen demnächst auf. Wer sind diese Leute? Das finde ich raus. Viel Glück. Ich muss die beiden leise ausschalten. Und die anderen Jäger? Die Ansätze stehen und die Kommunikation ist verknüpft. Kann losgehen. Was für ein Jagdrevier. Ich muss einen weglocken. Da war was. Nummer eins. Na bitte. Achso, ich soll ihn so knockouten. Outknocken. Das ging schnell. Irgendwas gefunden? Zwei Dinge. Diese bewaffnete Gruppe nennt sich Jäger. Und sie sprechen mit Akzent. Internationale Söldner. Das war auch mein Gedanke. Könnte gutes Material für deinen Artikel sein. Ich setze mich dran. Danke. Oh, apropos Arbeit. Ich habe Harry zugesagt. Das ist toll. Wir können später feiern, wenn dein aktueller Job erledigt ist. Unbedingt. Bis dann. Oh, bitte, es geht nicht runter. Egal. Echt viel Ausrüstung. Es gäbe es einen Krieg. Boah, schaut hier richtig cool aus. Wann Takedown gibt es auch? Die Spinne wurde bei euch gesichtet. Bestien bereit machen. Ja, Craven, sofort. Craven, ist ihr Anführer? Oh, wo bist du? Alaska. Ich habe Wilderer in den Parks gesucht, aber ich war. Sitte quasi. Das sind alle. Zack. Was haben Sie vor? Hallo? Überwachungsvideo des Ansitzes von vorhin. Es gibt wohl noch andere in der ganzen Stadt. Ich schicke das Genki. Er kann bei der Suche sicher helfen. Was jagt Craven? Und warum? Er jagt dich, Spider-Man. Ja. Ich komme. Die Besten brauchen den richtigen. Mach sie hungrig. Wen hungrig mache? Hast du auch Hunger? Schlaf dich mal aus. Eine Armbrust. Das ist ja lieb. Wow. Stabil und flexibel. Ich könnte. Cool. Dann teste ich mal mein neues Spielzeug. Die Basen sind aktiv. Die Ansätze sind gesichert. Die Tarnfelder funktionieren. Das ist geil. Dann geht diese Mission viel einfacher. Bessere Ausrüstung als die meisten Armeen. Craven muss reich sein. Oder einflussreich. Oder beides. Sicher. Eine gute Nacht. Seht Craven sich so gepflanzt? Ich hab mal gesehen, wie er sich in seinem Beutel einen Jäger vor dem Tod bewahrt. Er lässt sich einfach nicht von der modernen Medizin einschränken. Da
Das erklärt einiges. Wie meinst du das? Kein Mensch ist so stark. Nicht von allein. Das liegt am Fokus. Er kennt nichts als die Jagd. Würdest du dich ein bisschen mehr auf dich selbst konzentrieren, könntest du auch so stark sein. Vielleicht. Keine Chance. Oh mein Gott. Okay. Wohin scheint der einzige Weg zu sein? Oh, das Zeug schmeckt furchtbar! Warum ist es auch? Ein Forschungslabor? Das ist ja Scorpion. Scorpion, seine Rüstung. Haben Sie Ihre Waffen an dieser Rüstung getestet? Und kein einziger Kratzer? Oh mein Gott. Digga. Das ist doch Scorpion, oder? Eine exakte Nachbildung. Hat sie wohl auf Schwächen überprüft. Bei Scorpion muss man vorsichtig sein. Moment mal. Na, sieh mal einer an. Hey, MJ. Ich hab noch einen Namen für dich. Raven. Er ist hier wohl der Boss und veranstaltet irgendeine Art Jagd. Raven der Jäger. Was jagt er? Auf jeden Fall hat es mit Scorpion und Lee zu tun. Kannst du dir mal diesen Raven ansehen und Miles darüber Bescheid geben? Schon dabei. Pass auf. Ich hatte befürchtet, Lee wäre ausgepowert, nachdem er so lange gefangen war. Aber Mann, er ist wie eine lauernde Viper. Steht in seiner Akte. Garvin kam als Jäger zur Welt. Lee ist nach dem ganzen Wahnsinn mit seinen Eltern zu einem geworden. Kaum etwas war zum Zürcher. Wann hat er sich zuletzt richtig ausgetobt? Vor 2 Jahren? Ungefähr. Als die Spinne. Einer wie ihr muss darauf brennen, sich an jemandem auszulassen. Er kriegt noch seine Chance. Hoffentlich könnt ihr damit zusehen. So. Wie wär's damit? Die Männer, die Craven trifft. Kennst du ihre Geschichte? Nicht, dass ich wüsste. Es war in einer Mine bei Zaro. Ein wilder Löwe hatte fast 100 Arbeiter getötet. Craven war noch jung und rauflustig und hatte das Tier nach nur wenigen Stunden aufgespürt. Oha. Doch als er ihn schließlich erreichte und seine Klinge zückte, war der Löwe stärker, schneller und listiger. Nur durch reines Glück gelang ihm der Todesstoß und dieses Gefühl kurz vor diesem Moment. Ich kenne es. Schlaf einfach. Statusbericht für das Gebiet, bitte. Jemand soll es sich ansehen. Verstanden. Ich melde mich. Wie viele Brände müssen wir noch in der Stadt entfachen? So viele wie nötig. Craven sagte, sie hätten ihn in seinem Traum umzingelt. Aber wenn sein Traum stimmt, dann passieren diese Brände sowieso. Warum nicht auf sie? Schickt Verstärkung! Wir haben ein Spinnenproblem! Nee, ihr habt kein Spinnenproblem. Schlaf schön. Diese Spielchen bereuen. Zu mir! Erlegen wir ihn! Pa.
Bleib bei mir. Er ist hier. Ich bin an ihm dran. Spider-Man, über uns. So. Jetzt wurden wir erwischt. Endlich, so. Okay, Kraven, wonach suchst du? Moment. Scorpion und Lee auf einer Jagd kann ich verstehen. Aber Black Cat ist eine Diebin. Oh nein, ein Hund. Ich verstehe. Mit dem Benehmen gewinnst du keine Hundeschau. Oha. Brava. Was kriegen wir denn jetzt hin? Puma. Roboter. Ah, soll wahrscheinlich einen Tiger oder Puma darstellen. Oh, ich muss kämpfen. Die Zähne haben es in sich. Oha. Oh nein, ich hab mich vergessen. Heil. Nein, wir sind zum ersten Mal gestorben. Die Zähne haben es in sich. Fuß, umdrehen, stell dich tot! Endlich! Ich habe mich schon gefragt, wann der Tierschutz aufkreuzt. Eine Frage. Jetzt, wo ihr da seid, was jagt Kraven? Vielleicht kann ich helfen. Bald wirst du niemandem mehr helfen können. Wecken wir? Also die Hunde gehen mir wirklich auf den Sack. Oder Pumas oder Tiger oder sonstige. Was habt ihr bewacht?
Skorpion. Martin Lee. Martin Lee. Black Cat. Dieser Traven stellt ein ordentliches Team zusammen. Sandman. Skorpion nimmt sich wie ein Skorpion. Gute Reise. Alles, was du drauf hast. Es hieß, du wärst ein Killer. Stell dir meine Enttäuschung vor. Skorpion umgebracht. Schurken auf die Jagd gehen? Sie sind die Beute. Felicia. Hat er jetzt endlich seinen Bericht fertig oder so? Bist du bereit? Wofür? Ernsthaft? Mein Date ist gleich hier und du surfst im Web? Ma, niemand sagt heutzutage noch im Web surfen. Würdest du dich bitte umziehen? Okay, okay. Du trägst einen guten Lippenstift. Du musst ihn wirklich mögen, hä? Miles? Tut mir leid. Nächstes Mal bin ich wirklich. Miles. Hab dich lieb. So Leute, das heißt dann wohl, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn hey, es wieder heißt Spider-Man ich Time. Ich habe eine Basis von diesen Safari-Piraten gefunden, oder Jägern, wie sie sich nennen. Und ich weiß, wie ihr Chef heißt, Craven Air. Hat Scorpion umgebracht und hat noch eine ganze Liste super Schurken. Warte, was? Heißt das Lee? Ich weiß nicht. Es ist eine lange Liste. Diesen Leuten muss Marco uns gewarnt haben. Sie haben Sandman gejagt. Unglaublich. Und Felicia steht auch auf der Liste. Black Cat? Deine Ex? Genau. Sie wird meine Warnung in den Wind schlagen. Aber vielleicht hört sie auf jemanden, der unbelastet ist. Wenn MJ dir ein paar Adressen mitteilt, könntest du dich dann darum kümmern? Wird gemacht. Danke, Mann. Ich brauche einen klaren Kopf. Aber melde dich, falls was ist. Und...
Wir werden Lee finden, Miles. Versprochen. Dauert wohl noch, bis MJ anruft. Mal schauen, was draußen abgeht. Das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, rette die Stadt. Und dann gehen wir zu diesem Verbrechen. Tschüss.